Arndt Peiffer hat im Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer beim Biathlon-Heimweltcup in Oberhof die 4. Podestplatzierung für die deutschen Männer in diesem Winter geholt. Der Sprint-Olympiasieger verbesserte sich nach Platz 5 im Sprint am Freitag nach einer überzeugenden Vorstellung am Samstag noch auf den 2. Rang. Benedikt Doll wurde 7. Ich freue mich riesig, vor dieser tollen Kulisse so ein Ergebnis geholt zu haben. Ich habe gekämpft und wurde belohnt, sagte Peiffer im ZDF. Bö feiert 7. Sieg im 10. Rennen. Peiffer musste sich im heftigen Schneetreiben am Rennsteig nach einem Schießfehler nur Saisodominator Johannes Thingnes Bö, Norwegen, 3, geschlagen geben. Bö lag bei seinem bereits 7. Saisonsieg im 10. Rennen in 34, 29,8 Minuten 15,1 Sekunden vor Peiffer, der bereits im Verfolger von Hochfilzen 2. geworden war, und 15,8 Sekunden vor Lukas Hofer Italien, 0. Der Russe Alexander Lokinow, 4, der den Sprint gewonnen hatte, fiel auf Rang 5 zurück. Doll hatte nach 4 Schießfehlern 1,30,7 Minuten Rückstand auf die Spitze. Erik Lesser, Frankenhain, 17. Im Sprint, verzichtete aus privaten Gründen auf das Rennen. Johannes Kühn, Reit im Winkel, 4 Drittel, 13,1, wurde 31. Simon Schemp, Uingen, hatte nach einem indiskutablen 70. Platz im Sprint den Verfolger verpasst. Die Staffeln schließen am Sonntag die Veranstaltung ab. Am Mittwoch startet der Weltcup in Ruhpolding. Saisonhöhepunkt ist die WM in Östersund, Schweden im März.